Wie kannst du Termwerte berechnen, und zwar wenn du Brüche hast? Genau das erkläre ich dir in diesem Video mit zwei Beispielen. Fangen wir mal mit dem linken Beispiel an. Hier ist unser Term x plus 3 im Zähler geteilt durch minus 2. Für dieses x setzen wir jetzt verschiedene Zahlen ein, um damit den Termwert zu berechnen. Also Termwert, und zwar für x gleich 1. Ist gleich, also x ist 1 plus 3 durch minus 2. Das müssen wir ausrechnen. 1 plus 3 im Zähler ist 4 durch minus 2. 4 durch 2 wäre 2. Jetzt haben wir noch ein negatives Vorzeichen dabei, also minus 2. 4 durch minus 2 ist gleich minus 2. So, das war jetzt x gleich 1. Dann machen wir mal x gleich 2. Also x ist 2, 2 plus 3 durch minus 2 ist gleich 5 durch minus 2. 5 durch 2 ist 2,5 und einmal negatives Vorzeichen ist minus 2,5. Dann machen wir mal x gleich 0. So, x ist 0, also 0 plus 3 durch 2. 0 plus 3 durch 2 ist also 3 halbe. Und 3 halbe ist, stopp, Minuszeichen vergessen, minus 1,5. Also 0 plus 3 durch minus 2 ist gleich 3 durch minus 2. 3 durch 2 ist 1,5. Einmal negatives Vorzeichen ist dann also minus, minus 1,5. Dann machen wir mal t von minus 1. Also x ist minus 1, minus 1 plus 3 durch minus 2. Minus 1 plus 3 ist plus 2 durch minus 2. 2 durch 2 ist 1. Einmal negatives Vorzeichen ist dann also minus 1. So, und so weiter kannst du natürlich jetzt noch weitere positive oder auch negative Zahlen einsetzen. Machen wir das Ganze jetzt jedoch nochmal für ein zweites Beispiel. Und zwar hier drüben, x² plus x plus 3 im Zähler und 2x plus 5 im Nenner. Fangen wir auch hier mal an, wobei hier haben wir jetzt mit 1 angefangen, jetzt fangen wir mal mit 0 an. 0. Also x² ist dann also 0² plus x, x ist 0, also 0² plus 0 plus 3 durch 2x plus 5, also 2 mal x und x ist 0, 2 mal 0 plus 5 ist gleich. 0 Quadrat plus 0 plus 3 im Zähler ist 3 durch und im Nenner 2 mal 0 ist 0 plus 5 ist 5, also 3 Fünftel. 3 Fünftel ist dasselbe wie 6 Zehntel, das kann man einfach ausrechnen, das ist 0,6. Dann setzen wir mal 1 ein. Also x² ist dann also 1² plus x, x ist 1, plus unsere 3 durch 2x plus 5, 2 mal x, 2 mal 1 jetzt also, 2 mal 1 plus 5 ist gleich. So, im Zähler 1² ist 1 mal 1, also 1. 1 plus 1 ist 2, plus 3 ist 5, durch. 2 mal 1 ist 2, 2 plus 5 ist 7. Also 5 Siebtel. Ich hole mal ganz kurz den Taschenrechner, um das auszurechnen. 5 Siebtel. Also entweder du lässt es jetzt als Bruch stehen, wenn es der Lehrer denn so haben möchte, oder du rechnest das Ganze aus, 0,71 und so weiter. Selbe Spielchen natürlich auch für negative Zahlen. Setzen wir mal, nehmen wir mal minus 2. So, x², also wir müssen minus 2 quadrieren. Wichtig, nicht 2 quadrieren, sondern minus 2, also das Ganze in Klammern setzen. Plus, so x ist minus 2, also so. Plus von hier oben und jetzt minus 2. Negative Zahlen in Klammer setzen. Das Ganze dann plus 3 geteilt durch
2 mal x, also 2 mal minus 2 plus 5 ist gleich. Jetzt rechnen wir das Ganze aus. Wir haben hier minus 2, die wir quadrieren, ist plus 4. Plus minus ist minus, also plus 4 minus 2 ist 2, plus 3 ist 5. 5. Nochmal, minus 2 quadrieren ergibt plus 4. Plus minus wird zu minus, also plus 4 minus 2 ist 2, plus 3 ist 5. Und im Nenner, 2 mal minus 2 ergibt minus 4, plus 5 ist 1. Also 5 Eintel oder kurz 5. Das hier war jetzt das Berechnen von Termwerten für Brüche. Wenn dich das Ganze noch mehr interessiert, dann schau doch gerne mal in die Endcard rein. Dort werde ich dir noch weitere ähnliche Videos verlinken. Darüber hinaus würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo da lässt. Dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathehilfen von mir. Vielen Dank und gerne bis zum nächsten Mal.